Machen wir uns nichts vor, viele ALG2-Empfänger haben keine Ahnung, was ihnen genau zusteht und ob der Bescheid, der ihren Antrag folgt, rechtens ist. Jetzt gibt es eine kostenlose Lösung, die ich für euch getestet habe. Guten Morgen! Ich habe ja selber 2 Jahre bei der ALG gearbeitet, um zu wissen, dass viele Bescheide einfach nicht korrekt sind. Das hat einige Faktoren. Der größte ist die Überbelastung der Leistungsabteilung. Das muss man so deutlich sagen. Es wird immer wieder angepasst, es wird immer wieder justiert. Die grundsätzliche Frage, ob ALG 2 konform ist mit dem Grundgesetz und entsprechende Urteile, die daraus folgen, die tun immer wieder dazu führen, dass alles angepasst und alles geändert wird. Und die Menschen in der Leistungsabteilung, die das bearbeiten, die kommen schon so kaum hinterher mit der Bearbeitung der Anträge und diese müssen auch immer wieder die neuen Anpassungen und die neue Software, wie gesagt, ich habe 2 Jahre dort gearbeitet, die neue Software, die sozusagen implementiert wird, müssen wir auch wieder neu anpassen und so weiter. Es ist einfach eine absolute Überbelastung der Leistungsabteilung. Dafür auch mal so ein bisschen werbe ich auch für Mitgefühl und Toleranz, wenn die Bescheide falsch sind. Es ist wirklich die Leistungsabteilung in der ALG, das macht die schwerste Arbeit. Der Arbeitsvermittler. Das ist bei weitem nicht so eine schwere Arbeit wie derjenige, der in der Leistungsabteilung sitzt. Das nur mal so auch mal so Insights vom Arbeitsamt. Und aber aus dieser wirklich aus dieser Fülle auch an Fehlern und an Anpassungen, die gemacht werden, erwächst auch so ein bisschen eine Unsicherheit bei den Bearbeitern und natürlich dann, weil man es ja auch in den Medien mitbekommt, auch bei den ALG2-Empfängern. Natürlich kann man als Arbeitsloser für 10 Euro bei einem Rechtsanwalt ja, die Prüfung beantragen oder Rechtsberatung bekommen. Aber ernsthaft, gerade bei kleineren Dingen, wo man sich zwar fragt, ist das in diesem Bescheid rechtens, das widerspricht eigentlich meinem Menschenverstand, obwohl Menschenverstand nicht immer der beste Ratgeber ist, wenn es um Recht geht, aber man fragt sich das, ja, aber man verzichtet aus Zeit- und Kostengründen darauf, den Antrag dann wirklich zu widersprechen oder zu überprüfen. Man muss ja erstmal mit dem Grund widersprechen. Man kann ja nicht einfach so widersprechen. Und entsprechend ja, verzichtet man darauf. Und auch, dass man sich die Grundlagen aus dem Netz zieht und anhand von Urteilen oder anhand von Informationen selber den Grund für den Widerspruch findet, das ja, gelingt nur den wenigsten. Ne? Man muss ja auch dazu auch die Fähigkeiten haben, gerade Urteile lesen zu können, auch Informationen entsprechend zu selektieren. Das Tolle am Internet ist, wir haben sehr viele Informationen, aber auch sehr viele Falschinformationen und all das ja, führt dazu, dass im Endeffekt oft entsprechend quasi mal zu Unrecht verfasste Bescheide ja, erlassen werden und da keiner was macht. Und die gehen natürlich zu Lasten des ALG2-Empfängers und man verzichtet im Endeffekt ja indirekt auf sein Recht. Wenn wir in einem warmen Sozialstaat leben würden, wo der ALG2-Empfänger respektvoll aufgefangen wird und nicht von der Mitte der Gesellschaft als Schmarotzer oder als Faultier angesehen wird, dazu oft von Arbeitsvermittlern in absolut unsinnige Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Umschulungen gesteckt wird, um die Maßnahmen der öffentlichen Träger voll zu bekommen, dass diese weiter Fördergelder erhalten, das ist das, was nämlich dahinter steht, dann würde ich einfach daran appellieren, bei kleineren Beträgen oder kleinen Unrechtsmäßigkeiten einfach dankbar zu sein, was man hat. Zumal das ALG 2 mehr als ausreichend ist, um gesund, vollwertig und genussvoll zu leben. Dazu auch unbedingt meine Empfehlung von dem Buch Vegane Welt mit wenig Geld. Für unter 140 Euro im Monat essen und trinken und das eben wirklich genussvoll und vollwertig. Gesünder als der Großteil der deutschen Bevölkerung. Die Info dazu findet ihr unten in der Infobox. Aber aufgrund der hohen, oft in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ignorierten psychischen Belastung, die diese Arbeitslosen auch unterliegen und auch dem ich würde schon sagen fast perfiden öffentlichen Trägersystem, empfinde ich es als durchaus angemessen, sich Recht zu verschaffen. Ich hatte als Arbeitsvermittler wirklich 2 Jahre lang intensiven Kontakt mit Arbeitslosen und die Warmherzigkeit und die Offenheit, wie ich diesen Menschen begegnet bin, was sie oft sehr überrascht hat, hat eben auch dazu geführt, dass diese mir eben genauso ehrlich und offen erzählt haben, was sie bewegt und vor allem welche emotionalen Probleme, gerade was die gesellschaftliche Ächtung angeht, diese Menschen haben. Umso mehr habe ich mich sofort interessiert, als ich von einem Angebot gelesen habe, was das Recht als Luxusgut abschaffen will. Insbesondere interessant für eben die Arbeitslosen, die eben mit Luxusgütern ja,
sehr sparsam umgehen müssen in ihrem Leben. Und entsprechend habe ich das eben auch sofort getestet. Bei der Kanzlei Rightmart in Bremen könnt ihr online kostenlos, und zwar komplett kostenlos, also auch nicht diese 10 Euro die ihr bei einem anderen Anwalt bezahlt, euren Bescheid ohne Aufwand testen lassen. Ohne nennenswerten Aufwand. Ich möchte Euch heute meine Erfahrungen und den Ablauf dieses Prozesses vorstellen, und wenn ihr selber von der Arbeitslosigkeit betroffen seid oder andere Menschen kennt, dann teilt bitte dieses Video. Ich finde das unglaublich wichtig und interessant. Wie ihr ja durch meine monatlichen Videos, meine Business Videos zu meinen Einnahmen mit YouTube da, dass ihr da auch Bescheid wisst, der Link dafür gibt es oben in der Infobox, habe ich zum Beispiel im letzten Monat 600 Euro verdient und bekäme, wenn ich das sozusagen jetzt weiter, wenn das weiter sich so fortführt, aufstockend noch 80 Euro und die Krankenversicherung vom Amt und erhalte, wie jemand der auch arbeitslos ist, auch so ein ALGE II Bescheid. Und wie funktioniert das nun? Man geht auf die Seite von Rightmart, die ich Euch unten in der Infobox auch verlinkt habe, zusammen mit dem Buch, und trägt sich auf der Webseite ein. Dann bekommt man sofort ein Paket zugeschickt, wo man, also schriftliches Paket, wo man das grundsätzliche Einverständnis abgibt, dass die Kanzlei einem gegenüber dem Arbeitsamt oder der ARGE vertritt. Und natürlich ist auch der Rückumschlag, den man ausfüllt, also den Brief, der ist vorfrankiert. Es entstehen wirklich hier keine Kosten, überhaupt keine Kosten. Man sendet dann quasi den Fragebogen zurück, dann ist unterschrieben, dass die Kanzlei einen vertreten kann, und die Kopie des Bescheides, was man auch nachträglich noch nachreichen kann oder was man online über Mail da auch machen kann. Und dann wird dieser Bescheid geprüft. Nochmal, es ist wirklich komplett kostenlos. Im Unternehmen selber, in Rightmart, wird der Bescheid erstmal automatisiert durch eine Software auf gängige Fehler geprüft. Dann schaut immer ein Rechtsanwalt nochmal drüber, und dann steht im Endeffekt das Ergebnis fest. Bei jedem gefundenen Fehler, dieses ganze Projekt ist noch relativ frisch, bei jedem neuen gefundenen Fehler wird die Software mit diesem Fehler wieder gefüttert, und beim nächsten automatisierten Vorgang der Prüfung wird dieser Fehler dann auch gefunden. Das entwickelt sich also immer weiter, und dann erhebt die Kanzlei für Euch Widerspruch. Bei bisher über 10.000 geprüften Bescheiden hat man innerhalb des darauf folgenden Widerspruchs eine Siegquote von über 40%. Das heißt, wenn ein Widerspruch Sinn macht, der Bescheid also fehlerhaft ist, dann erhalten die Arbeitslosen in fast der Hälfte der Fälle mehr Geld. Auch wenn der Widerspruch abgelehnt wird, so kann man vor dem Sozialgericht klagen. Auch dieser Prozess ist komplett kostenlos. Ich habe meinen Bescheid auch mal hingeschickt, testweise, und er wurde mir mit einer Auswertung dann zurückgeschickt, indem mir einige Punkte des Bescheids nochmal explizit erklärt wurden und dass der Bescheid, den ich sozusagen bekommen habe, rechtens ist. Wunderbar. Das hat mich 2 Minuten gekostet, diesen Fragebogen auszufüllen. Bei der Post gehe ich eh fast täglich vorbei, reingeschmissen, und wunderbar. Ich habe keinen Cent bezahlt. Für mich eine absolute Empfehlung und etwas, was ich Euch nicht vorenthalten möchte. Ich habe mich dann auch mal informiert, warum dieses Unternehmen überhaupt existiert, diese Geschäftsidee und wie das alles entstanden ist. Also Grund war es, dass es in Bremen und in Hamburg keine Beratungshilfe gibt. Also dort kann man, wie wir das kennen als in anderen Bundesländern, nicht zum Rechtsanwalt gehen als Arbeitsloser und sich beraten lassen, sondern man muss die öffentliche Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Wie man am Namen schon erkennen kann, ist ja diese öffentliche Rechtsberatung ja eine öffentlich geförderte Institution, und dass diese gegen eine andere öffentliche Institution wie das Arbeitsamt berät, objektiv berät, ist doch schon sehr zweifelhaft. Dazu steht man da oft stundenlang an und ja, erhält eine unterirdisch schlechte und wenig individuelle Beratung. Und auch vom Gefühl her hat man da nicht irgendwie das Gefühl, dass man herzlich beraten wird oder sonst was, sondern es ist halt wie beim Amt Nummer ziehen, beim Kfz anmelden, Nummern ziehen, warten, nur Kennzeichen, bumm und so weiter. Ne? Und die Kanzlei, die sozusagen sich jetzt da gebildet hat, diese Rightmart, die hat natürlich also ein absolut
für sich selber ein Interesse, diese Fehler auch zu finden, ne? Weil sie damit sich ja finanziert. Das Unternehmen ist ja nicht öffentlich, es ist privat finanziert, es ist ein Unternehmen und sie lebt davon, die Fehler zu finden. Also sie lebt davon, dass sie eure Interessen vertritt und eure Interessen findet, genau das, was ihr wollt. Und ja, das sollte man halt eben auch inkludieren. Entsprechend hoch ist eben auch die Motivation und auch, und das möchte ich hier mal explizit erwähnen, auch wirklich die Service-Mentalität. Also ich habe da selber auch Kontakt jetzt gehabt, man kann jederzeit anrufen, per Mail auch nachfragen, wie der Stand der Dinge ist, man hat wirklich direkten Kontakt. Das ist überhaupt kein Vergleich mit dem Arbeitsamt oder der AGE. Man wird immer freundlich und ehrlich beraten und man spürt wirklich so eine richtige Serviceorientierung, was total angenehm ist als Kunde. Man hat das Gefühl, man ist als Kunde König. Gerade der geschundenen Seele der Arbeitslosen, die oft wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Die muss diese Behandlung durch vor allem eine gesellschaftlich anerkannte Berufsgruppe wie der Rechtsanwälte, das muss wie Balsam auf der Seele wirken. Ne? Der Link zu dem Buch Vegane Welt mit wenig Geld und der Link zur Kanzlei ist unten in der aufklappbaren Infobox. Denkt daran, wenn ihr Arbeitslose kennt, teilt dieses Video und auch meine Erfahrungen damit, wie der Ablauf ist. Ich bin nicht wenig stolz, dieses Projekt euch vorstellen zu können. Ich finde das richtig gut, ich empfinde das als eine durchweg positive Option in einem ohne Respekt ausgestatteten Sozialsystem, dass man da wirklich auch seine Würde wahren kann, was ich extrem wichtig empfinde. Ich kenne beide Seiten des Schreibtischs beim Arbeitsamt und habe ja auch selber in meinem Leben sowohl sehr hohe Beiträge in das Sozialsystem eingezahlt als auch Leistungen bezogen und es fühlt sich das ganze Projekt einfach richtig an. Was haltet ihr davon? Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Ciao.